Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei meinauto.de. Ich bin die Jessie, wir sind heute im Tegernsee und ich habe heute für euch das Facelift des Audi A18 mit dabei. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch diesen Kanal, würde mich tierisch freuen. Und was werden wir gemeinsam machen? Wir werden über die Optik sprechen und die Anpassungen bei der Optik, über den Innenraum und natürlich auch eine kleine Runde miteinander fahren. Jetzt dranbleiben und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen ist vielleicht erstmal wichtig zu sagen, wir haben jetzt hier das Facelift der vierten Generation im Modelljahr 2022 und da hat sich optisch sowie technisch einiges verändert. Genau das werde ich euch in diesem Review jetzt erzählen. Und Wettbewerber sind beispielsweise die Mercedes S-Klasse, aber auch der 7er BMW. Was jetzt erstmal grundlegend neu ist, ist, dass wir jetzt eine neue Ausstattungsvariante haben. Es gibt weiterhin das Chrom-Paket, es gibt weiterhin das Black-Paket und hier haben wir jetzt auch gleich mit dabei noch das optionale S-Line-Paket, was ich euch gerne zeigen werde. Und erstmal vielleicht, was hat sich jetzt bei der Optik angepasst? Der Single-Frame, der ist nämlich ein bisschen breiter geworden, ein bisschen nach oben gewandert, hier an dieser Äquatorlinie. Wenn wir uns die mal anschauen, das habe ich heute gelernt, dass das so heißt. Das ist die Linie von diesen zwei Ecken hier, die ist hochgewandert. Der Grill ist ein bisschen anders geformt und je nach Ausstattung habt ihr auch ein anderes Innenleben. Jetzt hier in dem Grill. Audi-Logo ist jetzt hier nochmal in einem dunklen Schwarz und wir haben eine dunkle Umrandung um den Single Frame. Das ist mit einer der bösesten A8s, die ich jemals gesehen habe. Daytona Grau Matt hier auch nochmal drauf. Mega schöne Farbe, wie ich finde. Es gibt insgesamt 11 Lackvarianten, die ihr wählen könnt. Was auch neu ist, und es ist vor allem eine technische Neuerung, dass wir jetzt hier auf jeder Seite 1,3 Millionen Minispiegel haben, die das Licht so brechen können, dass wir beispielsweise einen viel besseren Lichtteppich nachts auf der Straße haben und damit vor allem bei Baustellen ein sicheres Fahrgefühl haben und genau wissen, wo wir eben langfahren. Und wenn wir jetzt in die Seite gehen, ist interessant zu wissen, dass es den A8 ja in zwei Radständen gibt. Einmal mit 3 Meter und einmal mit 3,12 Meter. Das geschulte Auge erkennt jetzt sofort, wir haben jetzt hier den kurzen Radstand. Damit kann man sich trotzdem chauffieren lassen. Wir werden auch gleich auf die Rückbank springen. Und der ist jetzt 5,19 Meter lang, 1,95 Meter breit und 1,47 Meter hoch. Interessant ist jetzt, dass ihr hier optional eine Allradlenkung bekommt. Die haben wir jetzt hier mit dabei. Es gibt serienmäßig ein Luftfahrwerk, optional eben ein adaptives Dämpferfahrwerk, was dann auch mit einer Kamera die Fahrbahn abmisst und je nachdem eben die Räder in der Dämpfung anpasst. Und wir haben jetzt hier serienmäßig ein Mitteldifferential, optional ein Sportdifferential. Auch das haben wir jetzt hier mit dabei. Als nächstes möchte ich euch gerne die Felgen zeigen, 18 bis 21 Zoll. Wir haben jetzt hier Winterfelgen drauf. Ihr seht auch, es liegt Schnee noch. Aber die haben jetzt 20 Zoll, sind trotzdem sehr schön geformt. In der Mitte jetzt hier nochmal in so einem Silber. Wären die noch ein Schwarz, wäre das nochmal ein Ticken schärfer. S-Line erkennt man jetzt hier auf der Seite auch nochmal. Steht jetzt hier schick drauf. Und wir haben jetzt hier optional die schwarzen Spiegelkappen. Falls ihr den S8 wählen solltet, ich werde euch am Schluss die Preise verraten, falls ihr ihn euch leisten könnt, hättet ihr die Spiegelkappen eben in einem Silber. Hier alles nochmal schwarz umrandet, hinten dann auch noch abgedunkelte Scheiben. Und es gibt übrigens auch einen Plug-in-Hybrid, der sehr interessant sein könnte, denn man profitiert von einer Förderung von bis zu 7.000 Euro bei einem Plug-in-Hybrid oder einer Dienstwagensteuer von 0,5%. Aber jetzt haben wir hier eben den V8, ich zeige euch den später. Hinten dann nochmal schwarzes Audi-Logo. Neu am Facelift ist jetzt erstmal andere Lichtsignatur. Hier haben wir jetzt nochmal eine kleine Durchbrechung. Ihr habt jetzt hier beim A8 die Möglichkeit, zwischen zwei Lichtsignaturen im Konfigurator zu wählen. Sobald man in Dynamic schaltet, ändert sich diese auch nochmal. Und was auch ein cooles Feature ist, ist, dass wenn ich mich jetzt hier nähere, ich hoffe es klappt, sollte die normalerweise eben aufblinken. Da, habt ihr das gesehen? Ganz schön cool. Heißt, wenn jetzt von hinten jemand drauf fährt, weißt du dann sofort, ah, du bist mir hier zu nah auf die Pelle gerückt. A8 steht hier nochmal und grundlegend hat sich auch noch verändert am Facelift, dass wir jetzt einen anderen Diffusor hier unten haben. Was ich ein bisschen schade finde, seht ihr ein Endrohr? Ich sehe leider keins. Ich finde, das wäre nötig gewesen bei einem V8. Bei einem Plug-in-Hybrid kann ich verstehen, wenn man das irgendwie mit einer Blende verdeckt. Der S8 hat dafür aber 4 Endrohre. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz den Kofferraum an. Kurzen Blick reingeworfen. Ausreichend Platz, sehr viel Platz. Wir haben jetzt hier auch nochmal so einen kleinen Ladeschutz. Auch ein Netz, mit dem man dann das Gepäck nochmal verstauen kann. Und hier
auch noch einen doppelten Ladeboden, mache jetzt hier aber wieder zu, alles sehr gut verarbeitet. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man sich da hinten in dem A8 fühlt. Ich mache mal bei euch hier die Tür auf und gehe mal auf die andere Seite. Und so viel kann ich schon mal versprechen, es ist super viel Luxus. Kommt mit. Ja, und der Einstieg ist schon mal gut. Ich sitze hier leicht erhöht und ich hoffe, ihr habt es gerade gesehen, dass das Auto auch automatisch hochfährt, wenn man die Türen öffnet. Wir haben ja hier die Luftfederung und die hat einen gewissen Spielraum und für einen angenehmeren Einstieg fährt die halt auch nochmal direkt hoch. Jetzt schaut euch das mal an, wir haben jetzt hier so eine Mittelkonsole, alles in Klavierlack schwarz. Hier dann auch nochmal sehr weiche Ledersitze perforiert mit einer Sitzkühlung, mit einer Sitzheizung, breite Kopfstützen hier nochmal. Optional kann man sich hier dann auch noch einen Kühlschrank reinkonfigurieren bzw. das Ganze auch als Durchreiche nutzen. Und mein größtes Highlight hier hinten ist dieses kleine Display, mit dem ich beispielsweise Rollos hoch und runter fahren kann. Ihr seht, das ist schon ziemlich cool. Ich mache es jetzt aber mal wieder runter, weil der Innenraum ist schon ziemlich böse und dunkel. Und ich kann mir aber auch eine Sitzmassage reinmachen. Schaut mal, kann jetzt hier eben auf die Sitze gehen und kann da dann eben eine Sitzmassage reinmachen. Wir haben jetzt hier auch eine Sitzheizung, was schon ziemlich cool ist. Kann hier auch die Sitze einstellen übrigens in der Kopfstütze, in der Neigung und je nachdem auf welcher Seite muss ich jetzt halt eben so rüber swipen. Hier dann auch noch mal ein bisschen Platz, induktive Ladefläche. Bedeutet, der Chauffierte kann auf jeden Fall auch noch ein Handy laden und man kann das ganze Thema aber auch hier hochklappen. Und dann haben wir hier eben in der Mitte nochmal, es ist kein vollwertiger Sitz, man sollte hier auch nicht sitzen, aber nochmal so eine kleine Fläche. Mitteltunnel ist dafür relativ groß und hier haben wir dann nochmal eine 12-Volt-Steckdose. Carbon-Look hier drin, natürlich auch mega sportlich. Und jetzt würde ich aber sagen, komme ich mal zu euch raus, mache vorne mal die Motorhaube auf. Und wir sprechen jetzt hier noch über die verschiedenen Motorvarianten, die ihr bekommt. Erstmal ist wichtig zu wissen, alle 5 Motoren, die es gibt, sind elektrifiziert, haben also ein 48 Volt Bordnetz. Ich mache vorne mal auf. Angefangen mit dem 3 Liter 6-Zylinder Benziner. Es gibt einen 3 Liter 6-Zylinder Diesel und den Plug-in-Hybrid. Das ist eine Kombination aus einem 6-Zylinder Benziner mit einem 100 kW starken Elektromotor. Hier haben wir jetzt aber den V8. Also die höchste Motorisierung neben dem S8, der auch einen V8 hat. Hier vorne seht ihr es dann auch, Audi-Logo, V8 TFSI. Und der hat jetzt 460 PS und 660 Newtonmeter maximales Drehmoment, was schon mal gut ist. Fährt von max 250 km/h, schneller brauche ich normalerweise nicht. Fahren in meinem Alltag und was er verbraucht, wie schnell er auf 100 ist, werden wir gleich noch im Innenraum besprechen bei unserer kurzen Fahrt. Ich mache jetzt hier erstmal zu. Wirklich sehr schöne Farbe. Wir gehen gemeinsam noch ganz kurz rein. Ich zeige euch noch den Innenraum und anschließend fahren wir eine kleine Runde und am Schluss werde ich euch noch verraten, was der so kostet. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf und würde sagen, kommt mit. Weiter geht's jetzt hier mit dem Innenraum und als allererstes würde ich mal vorschlagen, schauen wir uns gemeinsam die Sitze an. Und die sind jetzt hier sehr sportlich geformt. Wir haben jetzt hier eine Sitzheizung und eine Sitzkühlung, die wir gleichzeitig auch anmachen können. Das erkennt man jetzt hier auch an der Perforierung und auch hier an der Seite gut gepolstert. Sehr weiches Leder. Und als nächstes würde ich euch vielleicht mal kurz die Tür zeigen. Serienmäßig bei dem S-Line-Paket habt ihr jetzt alles, was ihr in dem Chrom seht. Wir haben jetzt da in der Mitte auch nochmal Alcantara und optional jetzt auch nochmal Carbon für die gewisse Sportlichkeit hinzukonfiguriert. Und eine Sache finde ich sehr cool, schaut mal, in der Armauflage ist so ein kleines Fach. Jan, macht euch das mal auf, da kann man dann auch noch was Kleines verstauen. Hier in der Mitte ist die Architektur sehr zurückhaltend, sehr waagrecht. Das mag ich sehr gerne. Was ich nicht so gerne mag, ist das ganze Klavierlack hier drin. Das gibt es natürlich dann auch noch dazu. Das kann man auch abwählen, weil schaut mal, man hat jetzt hier nämlich extra bei Audi immer so ein Tüchlein dabei, damit man das alles auch sauber putzen kann, denn da sind halt eben relativ schnell Fingerabdrücke drauf. Und jetzt möchte ich euch eine Sache zeigen. Und zwar schaut mal da oben diese Leiste, die ja auch mit dem Carbon geziert ist. Wenn ich jetzt hier die Klimaanlage anmache, fährt die eben auf, was total elegant aussieht. Und wenn ich die Klimaanlage wieder zumache, geht das Ganze eben wieder zu. Also wenn ich die Klimaanlage ausmache, geht das Ganze wieder zu. Sehr, sehr schick. Sonst fühle ich mich hier wohl. Mitteltunnel ist auch ausreichend breit, trennt dementsprechend dann auch weit genug vom Beifahrer. Und als nächstes würde ich sagen, kommt Jan mal rein und ich zeige euch jetzt noch das Lenkrad. Das Lenkrad ist jetzt leider nicht unten abgeflacht. Das hätte ich ein bisschen schöner gefunden. Es steht jetzt hier nochmal drauf. Wir haben jetzt hier eine Perforierung an der Seite. Und hier über diesen Knopf könnt ihr euch jetzt vorne verschiedene Dinge anzeigen lassen. Einmal sind es die 2 View-Tasten. Und ihr könnt aber auch beispielsweise eben
ja, Fahrzeuginformationen euch anzeigen lassen, Assistenzsysteme oder auch mit Apple CarPlay Android Auto verbinden, was natürlich auch super praktisch ist. Jetzt sprechen wir noch ganz kurz über das Infotainment-System, beziehungsweise erstmal darunter haben wir die Klimaanlage. Hier geht sie an und aus, habe ich euch ja schon gezeigt. Und wir haben hier auch die Möglichkeit, hinten die Jalousien zuzufahren, was ich ganz witzig finde. Schaut mal, dann fährt die eben zu, kann die aber auch wieder aufmachen. Heißt, wenn ich jemanden chauffiere, kann ich da einfach ganz gelassen auf den Knopf drücken. Hier seht ihr dann auch die Sitzheizung und die Sitzkühlung. Also andersrum, das ist die Heizung, das ist die Kühlung. Ich mache Jan mal beides aus, weil es ja jetzt auch weder kalt noch warm draußen, sondern sehr angenehm. Jetzt sprechen wir hier über das Infotainment-System. Das hier ist jetzt die Home-Ansicht. Hier gibt es dann verschiedene App-Ansichten. Und was cool ist, man kann die sich jetzt so selbst konfigurieren. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich das Fahrzeug nämlich nach unten ziehen, habe das dann immer an dieser Stelle, kann mir aber beispielsweise auch eben die Apps nach vorne ziehen. Also je nachdem, wie es euch gefällt, könnt ihr das dann hier eben einstellen. Und die wichtigste Sache für mich in diesem Auto ist eigentlich das Drive Select. Wir haben jetzt hier nämlich verschiedene Fahrmodi, Efficiency, Auto, Dynamic, Comfort Plus und bei Individual können wir verschiedene Dinge einstellen, unter anderem den Antrieb, das Fahrwerk und die Lenkung. Und zu der Luftfederung werden wir dann auch gleich bei der Fahrt etwas genauer sprechen. Dann würde ich sagen, das machen wir jetzt. Wir fahren gemeinsam los und ihr kommt mal mit. Weiter geht es jetzt hier mit der Fahrt und erstmal starten wir jetzt hier den Motor auf dem Start-Stopp-Knopf. Der V8 springt an und wir gehen jetzt hier runter in D. Ich würde euch gerne als allererstes den Komfort Plus Modus zeigen. Den haben wir jetzt vor allem eben bei diesem vorausschauenden Fahrwerk, weil das scannt die Straße und wir haben da vorne Kopfsteinpflaster. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir mal gemeinsam los und schauen mal, ob das wirklich so komfortabel ist. Ja, ist es. Hier war jetzt ein kleiner Poller, aber den hat man fast nicht gemerkt auf der Straße. Und das ist schon mal ein großer Vorteil, denn dieses Auto kann man sehr komfortabel fahren. Andererseits kann man es aber auch sehr sportlich fahren. Und apropos sportlich fahren, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in Dynamik. Und ihr seht jetzt auch, dass er sich ein bisschen herabsenkt, was natürlich dann auch ein bisschen sportlicher sich anfühlt, weil man ein bisschen tiefer sitzt. Und jetzt geht es darum, wie sind denn die Ausmaße von dem Auto? Ja, der ist relativ lang mit seinen 5,19 Meter. Wir haben aber eine optionale Allradlenkung und die hat mir jetzt hier vor allem im Alltag sehr gut geholfen, auch mal rangieren zu können. Ihr seht jetzt hier auch fast 2 Meter breit. Wir kommen jetzt hier ganz gut durch. Hier an der Seite wird es dann auch leicht eng. Man muss den schon fahren können und wollen. Es ist kein Kleinwagen, es ist halt eben ein 5 Meter langes Auto. So. Wendekreis ist aber, wie gesagt, sehr gut durch die Allradlenkung. Was bedeutet denn Allradlenkung? Wenn wir in niedrigen Geschwindigkeiten einlenken, haben wir hinten die Räder, die eben gegenläufig einschlagen und dadurch einen besseren Wendekreis. Wenn wir aber über 60 bzw. eben 100 km/h fahren, das ist je nach Auto immer unterschiedlich, haben wir eine bessere Spurstabilität. So, jetzt habe ich euch das erzählt. Jetzt geht es natürlich auch noch darum, was haben wir eigentlich verbraucht? Der angegebene Verbrauch liegt jetzt bei 10,8 Liter. Das haben wir natürlich nicht im Alltag geschafft. Wir waren eher so bei 12 Litern. Wenn man mal richtig aufs Gas gedrückt hat, war das eher schon so Richtung 20 Liter. Das tut dann auch schon ein bisschen weh, aber man darf nicht vergessen, wir fahren hier halt noch immer einen V8-Motor. Ein bisschen schade ist natürlich, vermutlich wird das jetzt der letzte Verbrenner sein, den es jetzt in diesem Segment bei Audi geben wird. Mercedes hat ja die S-Klasse bzw. dann auch rein elektrisch den EQS. Ich bin sehr darauf gespannt, was dann eben auch noch alles bei Audi kommen wird. Die Rundumsicht ist sonst gut. Ich sehe auch nach hinten sehr gut. Habe eben die große Spreizung zwischen sportlich fahren und andererseits aber eben auch komfortabel fahren, was ich sehr gut finde. Ich zeige euch vielleicht noch die anderen Modi, die wir jetzt hier haben. Wir haben auch noch Efficiency für einen besseren Verbrauch, falls man eben nicht Richtung, ja, 20 Liter gehen möchte, sondern eben vielleicht eher Richtung 11 Liter. Dann kann man diesen Modus wählen und eben dann auch längere Strecken gut hinter sich bringen. Was wir jetzt aber gemeinsam machen, ist mal hier in den Dynamic-Modus gehen. Ja, da sind wir. Wir gehen jetzt vielleicht auch runter in S. Ich bremse runter und dann beschleunigen wir jetzt hier noch gemeinsam durch. Und los geht's. 4,4 Sekunden auf 100. Ja, klingt gut. Und hier ist eine 80er-Zone, deswegen bremse ich jetzt natürlich ein bisschen früher ab. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist gemeinsam zurückfahren. Dann zaubere ich euch noch ein Fazit. Kommt mit. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und ich werde euch gleich verraten, was der A8 mit V8-Motor kostet. Aber erstmal zur Optik. Ich finde vor allem, wie er jetzt hier konfiguriert ist mit der S-Line, die jetzt neu im Facelift dazugekommen ist, mit dem Black-Paket und dieser Farbe, sieht er einfach richtig, richtig schön aus. Innenraum ist luxuriös, aber gleichzeitig auch sportlich, genauso wie das Fahren, denn wir haben eine sehr hohe Spreizung zwischen komfortabel fahren, aber auch eben sehr, sehr sportlich. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, was der kostet, tut es aber ein bisschen weh, denn der beginnt jetzt bei 98.000 Euro beim kleinen Diesel.
Der Plug-in-Hybrid liegt ungefähr bei 115.000 Euro und so wie er jetzt hier dasteht, beginnt er bei 120.500 Euro. Ich schätze aber, mit der ganzen Konfiguration liegen wir dann schon Richtung 140.000 Euro und für 145.000 Euro bekommt ihr auch noch ein Audi S8, falls ihr den haben möchtet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Video jetzt so fandet und schaut auch gerne mal bei meinauto.de vorbei, würde mich tierisch freuen. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hier sehen. Ciao, tschüss!